Einen wunderschönen guten Morgen. Oh mein Gott, es schneit. Hilfe! Ja, Ich ich bin dachte, auch wir haben da. Sommer oder Kann Herbst. mir jemand mal helfen, wie man eine Kuh melkt? Okay, wir Oder haben haben eine wir. Gazelle eingesperrt. Die Kuh ist hier im Stall, aber ich weiß nicht, wie man die melkt. So, warte. Boah. Dann schauen wir doch mal nach. Wo ist denn die Kuh? Komm mal her. So, drücke verwalten. Nee, dann kann ich dich nur. Müssen wir denn. Ach, was machst du denn? Warum. Och, jetzt nimmt der Ich das hab da die Nummer weg. dahin. Ja, da denke ich nicht dran, dass sie da steht. Ja, aber die wird ja da nur eingefüllt. Also ich denke mal, du brauchst noch. Kann es sein, dass man noch Was? was braucht? Braucht man noch irgendwas für die Kuh? Ja, natürlich. Wo ist denn der Eimer, den du mitgebracht hast? Ach so, den Eimer, den habe ich nicht geholt. Dein Ernst? Ja, das. Ich habe nur die große Ja, man Milchkanne denkt geholt. ja in der. Oh. Pff. Nein, ich habe nur die Milchkanne. Das musst du mir gerade sagen, Ja, aber ja. den großen nehmen wir jetzt nicht. Dann nehmen wir den kleinen hier. Ja, aber wenn wir noch ein paar Bären jagen, wir haben kein Geld mehr, ne? Ich würde Oh so sagen, aber. Gott, dann nehmen wir halt. Ja, Willst du aber. den dann fahren? Oder willst du zu, Bären jagen und ich hole eben die Milchkanne oder so? Ich Das muss wieder können die wir auch. Scheiße. Ja, wenn ich will. Dann machen wir das so. Ja, mir ist das egal. Ich meine, du kannst mich auch irgendwie da rauswerfen oder was weiß ich. Fahr da hoch. Nein, er ist so dumm und nimmt den kleinen, engen Weg, wo er nicht Nein, ich durchkommt. mache da jetzt die Bäume weg. Mich kotzt das gerade. Die mache ich da unten weg noch. Das soll ich dir. Aber hier oben ist es auch mit LKW sehr, sehr eng. Also musst du wirklich präzise durchfahren, ne? Das habe ich gestern festgestellt. Habe ich jetzt die Markierung überhaupt noch von dem Dings? Ist überhaupt der Weg hier, ne? Ja, doch, ist der Laden, okay. Ich dachte gerade schon. So. Hui. So, ein neuer Tag, ein neues Glück. Ich bin ganz verzückt. Nur nicht vom Epi, der hat vergessen, den Eimer zu holen. Ja. Au. Nichts passiert, hat keiner gesehen. So, ist doch irgendwie logisch, dass du. Ich würde aber sagen, dass wir dann zwei Eimer holen, oder? Oder meinst du nicht? Ich weiß nicht, wie teuer die Keine Ahnung, sind. nicht. Ja, Die wenn wir waren mehr so. Kühe haben, habe ich jetzt gedacht, dass wir dann vielleicht beide zusammen was machen können. Aber ich gucke erstmal, wie teuer die sind. Warte mal. So, guten Tag, Das guten hier. Morgen. Dass ich mich hier hin. Wir haben nur 64, okay. Ja, ich sag doch, wir brauchen. Was ist denn das hier? Das ist eine Halle. Was kann man hier machen? Tools, Movers. Wir haben einen Stahleimer für 8 und einen Stahleimer für 8. Wen Ja, nehmen wir und denn dann nimm jetzt? den. Ich würde den für 8 nehmen. Ne? Ich nehme einfach den rechten, keine Ahnung. Steht ja wieder nichts drin. Ja, weiß ich nicht, bei 8 soll ich dann wirklich 2 nehmen oder? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie verschleißen die. Klar, wenn man die Kuh, sagen wir mal, eine halbe Stunde melken muss und wir machen das dann zusammen, weil wir mehrere haben. Wir haben im Moment nur eine Kuh. Also kannst Also, du. ich sag's mal so, Oder erst mal nur einen. wenn wir die nächste Kuh kaufen würden, würde ich sagen, hol mal auch eine neue Milchkanne. Also, da ist nicht wirklich ein Unterschied. Die sehen zwar anders aus, aber ich sehe da jetzt nicht wirklich einen Unterschied bei. So. Ja, die werden ja nicht verschleißen. Warum soll so ein Eimer verschleißen? Nee, verschleißen glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Hier ist nicht ein einziger Bär, was ist das für eine So. Scheiße? Na, das heißt, dass wahrscheinlich jetzt wieder mehr von den vom Rotwild hier, von den Hirschen unterwegs ist. Denke ich mal. Also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass wenn von den Bären sehr wenig da sind, dass ich dann unterwegs öfter mal Rotwild gesehen habe. Also öfter als sonst halt. Was habe ich gerade gesagt? Guten Tag. Ja, Komm mal wenig schnell. Bären ist gut. Hier ist gar keiner gerade. Also ein Rotwild habe ich. Ein Reh. Ich hoffe, dass das jetzt gerade nicht gejagt wurde von irgendeinem Wolf oder so. Liegt ja auch perfekt auf der Straße.
So, dann mal. Komm, zack. Das Lustige ist ja wirklich, dass du dann gar nicht groß auf Fang gehen musst, sondern dass die Viecher dir dann regelrecht vors Auto laufen, ne? Wer das Rotwild? Mhm. Ja gut, die Bären sind ja meistens so an einer Stelle. So. Ach, jetzt haben wir gestern, also in Spiel gestern, gar nicht das eine noch geholt, was da noch rumgehüpft ist. Oh. Ui. So. Wollen wir mal gucken und wollen wir mal schauen, wie wir das Ganze machen und ob das auch funktioniert mit dem Melken. Toll, dass ich das mitsehen darf, danke. Ey, du darfst es selber probieren. Mhm. Aber ich muss es ja erstmal jetzt den Leuten zeigen, ne? So. So. Was ich aber gut finde, ist, dass das Fleisch, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass das Fleisch nicht irgendwie verkommt oder so. Weil das haben wir da auch schon 2 Tage liegen gelassen und ist nichts passiert, ne? Boah, was ist das denn hier schon wieder? Den ganzen Köttel, die hier überall rumliegen. Ist doch nicht euer Ernst. So, komm mal her. Eimer installieren. Also, du kannst den Eimer installieren, was dann so viel heißt, dass da noch Gras drin hängt und du dann, also die Kuh gestoppt wird. So, halte E, melken, beginnen. Und nun? D, A, D. Also abwechselnd A, D drücken. Je nachdem, was gerade leuchtet, okay? Jetzt haben wir Milch mit Gras. Keine Milch. Oh nein, ich will mehr. Keine Milch. Ja, ist ja gut. Kannst nicht mal tun. Geh weg. Es sieht aber sehr lustig aus. Drücke E zum Verwalten. Die Frage ist, sollen wir die dann lebendig verkaufen oder sollen wir das Fleisch verkaufen? Wahrscheinlich sollen wir das Fleisch dann verkaufen von den Schweinen, ne? So, ich habe jetzt Milch eingeschüttet. Ist aber, boah, ist aber sehr, sehr wenig drin. Oh je. Okay. Okay. Stellen wir erstmal hier. Du bist bei den Bären, ne? Ja. Das ist so ein bisschen viel, wenn ich da zu Fuß hinlaufe, oder? Doch ein Auto mit einem einfachen. Ja, aber das ist dann ja auch wieder Verschwendung, deswegen. Warum? Kannst du doch was holen, wenn du was transportieren willst, so? Das Einzige, was ich transportieren will, ist was zu dir. Also beziehungsweise, das würde ich dann mitnehmen und dann halt das bei dir. Oh nee, nee, nee. Oh, ich wusste es, dass da dieser Felsen irgendwo lauert. Okay. So, aber ich finde es trotzdem immer noch mega ätzend, dass wenn du überhaupt irgendwas erreichen willst in diesem Spiel, also dir was leisten willst, sag ich mal, dass du dann dauernd diese Bären oder überhaupt jetzt hier so Tiere erschießen musst. Am schlimmsten finde ich ja, dass du auf... dass du Jagd auf die Bären machst. Wo ist der hin? Komm, das machst du doch gerne. Ja, geil. Der ist mir vors Auto gesprungen. Jetzt ist der weg, oder was? Ja, super. Ja, ich finde das deswegen so schlimm, weil du ja mein großer Knuddelbär bist. Und es hat dann immer so einen ganz faden Beigeschmack, wenn ich da Bären töten muss. Ich meine, du kannst noch mal zurückfahren, ob da unten noch einer ist, aber da unten waren nämlich gar keine, das wundert mich. Also, von wo wir gekommen sind, meine ich jetzt. Ne? Ja, aber ich habe schon 2 oder 3 Mal Rotwild jetzt gehabt. Okay, ne? Komm. Das ist halt die Scheiße, du hast nicht jedes Mal ja, die gleiche Anzahl im Endeffekt. Was natürlich mindestens genauso beschissen ist, ist die Art, dass du dauernd irgendwelche Tiere erledigen musst. Ich habe ja kein Spiel geholt, bei dem ich irgendwo Jäger bin oder so, sondern ich habe ein Ranch-Spiel geholt. Das heißt,
Entweder brauche ich ein gewisses Maß. Ja, danke, dass du mich umnietest einfach. Was denn? Das heißt, entweder brauche ich ein gewisses Maß an Geld, was ich im Vornherein schon habe. Ach, lauf, Mann. Wegen den Scheißtüren kommst du jetzt hier nicht vernünftig durch, ja geil. Oder halt eben, wir müssen irgendwas anderes haben. Was weiß ich, dass am Anfang schon zwei Hühner hast, aber dass die Eier irgendwie, dass da anfangs mehr Eier kommen, was weiß ich. Oh, was also weiß ich hätte jetzt, wäre jetzt von Anfang an, dass vielleicht, man hätte es ja auch so machen können, dass dir deine Tante oder von dem du das ja übernommen hast oder was, dass sie sagt, ja, ist noch ein kleiner Schatz, das kannst du noch benutzen halt, als Geld. Erstmal, dass du praktisch schon so ein Anfangskapital hast, um dir, ja, um einen Start zu machen, ne? Ja, zumindest irgendwie zwei Tiere. Ja gut, wir konnten ja recht schnell ja, oder ein, zum zwei Beispiel Hühner kaufen, aber das ist ja kein Geld, was du da mit den Eiern verdienst. Also. Ja, aber machen die jetzt, die machen ja auch keine Landwirtschaft. Oder die diese Holzsache hätte man jetzt besser machen können, dass du Holz machst. Und, ja, aber und so was habe ich dir gesagt, wie viel wir fürs Holz kriegen? Da kriegst du fast nichts für. Ja, ich weiß es nicht. Also ganz, ja gut, ich kenne jetzt die Preise nicht von echtem Holz, aber da wirst du bestimmt mehr kriegen, denke ich mal. Ich guck mal, was ich für den verkaufe. Ach so, der zeigt es gar nicht an. Nee, das Holz Moment. Zeigt dir nicht an, nee. Ja, hast du denn mal was? Aber du hast jetzt Planken nur reingetan, ne? Nee, die anderen Sachen konnten wir ja, glaube ich, nicht verkaufen. Ich guck mal, ob man das auch verkaufen. Ach, der hat zugemacht, ne? Oh. Nee. Ach, du warst. Oh. Hab ich mich jetzt gerade. Ey, ich hab gerade voll die Herzattacke bekommen. Kann man das verkaufen? Ey, sag mal, ganz ehrlich, musste das sein? Was denn? Ich hab gedacht, da kommt so ein Irrer auf einmal mit irgendeinem Riesenteil und will mich verprügeln mit noch so einem Fass. Das hättest du verdient. Ich hab gerade ungelogen. Ich hab mich gerade so dermaßen erschrocken. Das nächste, was ich gedacht hab. Oh, das nächste, was ich gedacht hatte, hab. War, ja, danke, dass du über meine Dinger hörst. War, sag schon. Dass ein anderer Spieler auf einmal hier drin gewesen ist. Ich denke, hey, wie kommt der denn jetzt da rein? Und dann habe ich gedacht, nee, das muss einer sein, der irgendwie, weiß ich nicht, der dich verfolgt und dich ermorden will. Aber dann habe ich mir gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein. Und im nächsten Moment ist dann der Name von dir aufgetaucht. Du spielst deutlich zu viele Horrorspiele und irgendwelche Zombie-Kacke und was weiß ich nicht für Spiele mit Ermorden und so. Du hast irgendwelche... Also, warum haben die nur klassische Musik? Da bist du ja bekloppt bei. So. Nein! Jetzt verloren die Sachen. Schauen wir jetzt hier auch nochmal eben. Haben wir denn ohne Witz. Ey, aus dem Zunkasten-LKW sind jetzt meine Baumstämme rausgefallen oder wie? Aus dem Zun-LKW? Nee, die stecken hinten durch. Doch, die verliert der. Hä? Oh, hier oben ist auch wieder ein Ei. Okay. Kann das sein, dass mein LKW gerade Platten. Oh, bleib doch mal stehen, ja. Hallo. Was fährt der denn hier? Mann, jetzt bremst. Was ist mit dem? Leck mich. Ey, was ist mit dem LKW? Der Platten oder was? Nö. Hä? Gute Hühner, brave Hühner. Okay. Ich denke nicht, dass das befruchtet ist. Hallo? Ach, das ist schon an. Ja. Wäre natürlich ganz praktisch, wenn man es auch sehen würde und nicht das Licht dann so hell hätte. Na gut, okay. Ich wäre aber schon fast dafür. Gut, jetzt nicht, weil wir jetzt ja noch eine Kuh auf jeden Fall kaufen wollen oder einen Bullen oder wie immer. Dass wir, wenn wir noch mal was Geld haben, hier noch einen zweiten Hühnerstall hinmachen, weil es werden im Moment nämlich schon ziemlich viele Hühner, ne? Mhm. Der hat sich jetzt beschwert, da gucken wir mal nach. Ja, das ist ein befruchtetes Ei. Das tue ich auch mit hier in den kleinen Hühnerstall rein. Du bist aber nicht noch aggressiv, oder? Du bist immer aggressiv.
Oh. Nein. Das ist. Ich weiß nicht, ob es doch Akro ist, aber es verfolgt mich immer noch. Aber ich habe es doch da reingelegt, da hinten. Da hinten ist dein Ei. So, da habe ich das Ei hingetan. Brüte das aus. Aber es scheint irgendwie nicht mehr aggro zu sein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ah, ich denke, das wird nichts. Nee. Okay. Das tun wir dann mal hier oben rein. Also die zum Ausbrüten, die tun wir am besten immer hier. Da hat sich nämlich jetzt Mutter Henne gerade drauf gesetzt. Die tun wir am besten immer hier in das Kleine rein. Dann kommen wir da auch nicht mit durcheinander. Oh, ich dachte gerade schon, das ist das kleine Küken. Aber ich glaube, wir brauchen wesentlich mehr Futter irgendwie, wenn wir mehr Hühner haben. Das ist zwar irgendwie logisch, aber. So, ich würde sagen, wenn dir jetzt nichts einfällt, was wir noch machen können, dass ich damit Ich mache erstmal parallel. die Folge beende. Ja, ich habe den Weg hier gerade freigemacht, dass man endlich mal hier hochfahren kann, vernünftig. Habe ich mal die scheiß Bäume, die so eng hier waren, habe ich weggemacht. Und lade die gerade ein. Okay, dann würde ich sagen, dass ich das jetzt noch offline ein bisschen mitmache und dass wir dann hier erstmal die Folge beenden. Und ja, wir uns dann melden, wenn wir noch mal irgendwas Großes hier vielleicht noch leisten können. Bis zur nächsten Folge. Bis Ciao. dann. Ciao.